Jeder eins. Ja, und das Ganze soll nämlich werden das alte Haus von Rocky Tocky. Und da erinnern Sie sich ganz bestimmt an diesen großen Erfolg, den Bruce Loh damit vor vielen Jahren hatte. Und ich glaube, wenn man von Bruce Loh spricht, dann macht man ihn nicht älter, sondern seinen Erfolg aktueller und jünger, wenn man sagt, dass er seit vielen Jahren erfolgreich ist als Unterhalter. Denken Sie noch mal, als das Pferdehalfter überall an der Wand hing, nicht? Und das alte Haus von Rocky Tocky und dann seine zweiten Ausgaben ein paar Jahre später, als er die Bibeltexte vertont hat zum Teil und selbst Texte dazu geschrieben hat und jetzt seine Langspielplatten herausgebracht hat, die überall in den Hitparaden aufgetaucht sind. Und wir werden aus seiner neuen Langspielplatte dann ein zweites Lied hören, ein neues und ein altes. Wer kann sowas? Ein Oldtimer und eben ein ganzer Kerl in diesem Business. Ich freue mich auf Bruce Loh. Dieses Haus ist alt und hässlich, dieses Haus ist kahl und leer, und seit mehr als 50 Jahren, da bewohnt es keiner mehr. Dieses Haus ist halb zerfallen und es kracht und stöhnt und weint. Dieses Haus ist noch viel schlimmer als es scheint. Das alte Haus von Rocky Tocky hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Tocky ist Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Dieses Haus hat faule Schindel und der Sturm, der macht es krank. Und die alten morschen Balken waschen Schnee und Regen blank. Dieses Haus hat keine Farbe und der Rost, der nagt und frisst, bis das ganze Haus ein einziger Rostfleck ist. Oh, das alte Haus von Rocky Tocky hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Tocky ist Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Dieses Haus hat viele Stimmen, die kein Sterblicher versteht. Dieses Haus ist voller Seufzer, wenn der Nachtwind es umweht. Dieses Haus hat viele Türen, doch nicht eine führt hinaus. Denn wer drin ist, der bleibt drin in diesem Haus. Das alte Haus von Rocky Tocky hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Tocky ist Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue geschehen. Ein Wunder, das uns allen helfen soll. Ich persönlich glaube nicht, dass Wunder hier geschehen. Von blauen Wundern ist die Welt schon voll. Eine neue Welt voll Güte und Vertrauen kann nur kommen, wenn wir selber sie uns bauen. Du und ich, wir können dieses Wunder selbst erleben, wenn wir nur auf die eigenen Hände schauen. Ich kenne einen Mann, der war mit 20 voller Sorgen. Der Mann ist heute 81 Jahre. Er sagt, so viele Menschen stehen und warten auf den Morgen. Das Glück von heute nehmen sie gar nicht wahr. Lächelnd sagt er, mein Weg ging stets bergan. Doch sein Mienenspiel verriet den alten Mann. Er wusste auch, dass heute keine Wunder mehr geschehen, sofern man sie nicht selbst vollbringen kann. Eine neue Welt voll Güte und Vertrauen kann nur kommen, wenn wir selber sie uns bauen. Du und ich,
Wir können dieses Wunder selbst erleben, wenn wir nur auf die eigene